Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir stehen an der Grenze zu Italien, werden jetzt nach Italien reinfahren. So, gehen wir erstmal in den LKW. So, Handbremse lösen wir, Gang legen wir ein. Und auf geht's. Müssen wir nur noch in den fließenden Verkehr hier reinkommen, was aber ganz gut funktioniert. Sehr schön. Wir haben fast 22 Uhr. Okay. Bei Tag wäre es natürlich schicker, ne? Aber, naja. Ja, diese Teile hier sind neu. Dann kommt wieder ein Stück, das wir schon gefahren sind. Weil wir waren ja schon, zumindest mal im Norden von Italien. Den gab es schon. Aber mehr halt auch nicht. Deswegen sind wir da schon mal ein kurzes Stück gefahren. Oh, 80 dürfen wir hier eigentlich nur. 80. Oh. Einmal Maut. Vielleicht sollte man schalten. Hätte deutliche Vorteile. Lugano, da müssen wir nicht hin. Das ist gut. So, machen wir gleich mal. Aber Richtung Torino müssen wir, glaube ich. So wie das ausschaut. 70. Fahren wir Richtung Torino. Wunderbar. So, machen wir gleich den Tempomat wieder rein. Dass wir hier auch gar nicht zu schnell fahren. Das kostet wieder nur. Jetzt erleben wir Italien bei Nacht. Ist auch nicht falsch, ne? Da wollen wir aber nicht runter. Genova. Doch, da freue ich mich jetzt drauf, Italien zu erkunden. Da werden wir uns noch eine Weile in Italien rumfahren. Ein paar kleinere Aufträge. Dass wir hier mal das neue DLC etwas kennenlernen, ne? Unterschied zum Frankreich-DLC ist ja, Frankreich gab es vorher schon. Wurde nur aufgehübscht sozusagen oder verfeinert. Italien gab es nur den äußersten Norden, ein, zwei Städte und mehr nicht. Zumindest wenn man die Pro-Mods hat. Ich weiß gar nicht, ob das ein Pro-Mods Ding war oder ob das auch im realen, also im normalen Spiel drin war. Errungenschaftsfortschritt, Imperator, 4 von 23. Muss ich mal gucken, was das ist, Imperator. Was die 23 sind, die man da haben muss. Genova, Torino, da können wir nicht runter.
Oder doch, könnten wir. Das sollen wir aber nicht. Sollen wir aber nicht. Und wie gesagt, wir werden jetzt auch noch einige Male in Italien rumfahren. Die nächste Zeit. Deswegen, werden wir es auch noch einige Male bei Tag jetzt sehen, ne? Zumindest habe ich das mal so geplant. Oh. Ne, hier sind wir richtig, oder? Sieht richtig aus. Ja, hier sind wir richtig. Dürfen wir. Und die nächste Mautstation. Telepass. Hammer im Zweifelsfall. Wie sieht das mit Rast aus? 1,49. Sieht gut aus. Jetzt brauchen wir nur einen Rastplatz, ne? Wie viel Zeit haben wir denn noch? 12 Stunden. 12. Aber wir haben noch 34, also wir können auch noch zweimal Pause machen. Das geht sich aus, das ist gut. Können wir da auch... Zählen die als Rastplatz, diese Haltebuchten? Sie sind nicht markiert auf der Karte als Rastplatz. Ist überhaupt was? Da hinten käme eine Tankstelle. Fahren wir noch bis zu dahin. Stunde 20 könnte passen. Achso, wir hätten sogar dort bleiben können. Und dann fahren wir noch mal wieder rüber. Ja, ja, wir werden müde, ich weiß. Wir werden müde. Aber trotzdem. Ah ja, genau. Tankstelle, Rastplatz, passt. Ja. Wir hätten dort abbiegen gemusst. Ich war jetzt über das Symbol etwas irritiert. Na gut. Tanken müssen wir ja nicht, aber rasten müssen wir, ne? Ich mache jetzt mal etwas, was man nie machen sollte. Hier ist kein Rastplatz. Ach so, der ist da vorne. Also Kinder, nie nachmachen. Nie nachmachen. Thank you.
Das ist nämlich absolut verboten. So. Motor aus. Und gute Nacht. Und es regnet. Halleluja. Ja, wir stehen ein bisschen schief. Benutzen ein bisschen zwei Parkplätze, aber... Ja. Gehen wir wieder ins Trockene. Ja, wenn wir hier sind, tanken wir auch gleich. Dann ist das nämlich ein Aufwasch. So. 1,29. Und weiter geht's. Da war frei, okay. Wunderbar. Wir haben immer noch ein paar Stündchen Fahrt vor uns. Ein paar viele. Und sind mal wieder zu schnell unterwegs. Ach, ich könnte hier bleiben. Boah, da kommt einer. Rechts überholen ist nicht immer die beste aller Ideen. By the way. Ich weiß gar nicht, ob das in Italien erlaubt ist. Ich glaube mal nicht. Bin mir aber nicht sicher. Bin mir da nicht ganz sicher. Livorno. Das ist immer blöd, weil ich nie genau weiß, ob da hier das der Abbiegespur ist oder nicht. Meistens ist sie es nicht. Ich bleibe jetzt auf der mittleren. Einfach, dass wir überholen können. Ja, wir erkunden Italien. Auch wenn momentan nur von der Autobahn aus. Aber das ist ja mal egal. Ups. Ich glaube, das ist auch nicht ganz erlaubt. LKWs auf der dritten Spur. In Deutschland auf jeden Fall nicht. Oh, PKW mit Wohnwagen. Die sind auch neu, oder? Die gab es, glaube ich, vorher nicht. Kann ich mich jetzt jedenfalls nicht dran erinnern, sowas mal gesehen zu haben. PKW mit Anhänger. Oh, da müssen wir runter. Okay. Ich gebe mal ein bisschen Gas, dass ich an dem Kollegen hier vorbeikomme. So. Ferrara, Venezia, Barcelona.
Und ab geht's. So, Landstraße fahren wir jetzt natürlich auch nicht. Aber ich glaube, wir kommen wieder nur auf eine Autobahn. Alles andere würde mich jedenfalls sehr wundern. Ja, das ist wieder eine Autobahn. So, schau mal gerade, rechts ist frei. Oh, nächste Mautstation. Stimmt. Ach nee, wir nicht. Wir nicht, wir fahren dran vorbei. Weil wir fahren ja schon auf einer Mautstrecke. Okay. Brauchen wir nicht nochmal zusätzlich zahlen, sondern zahlen halt nachher die gesamte Strecke. Ist ja auch kein Fehler. Ganz schönes Straßengewirr. Gut, dass wir hier einfach nur geradeaus durch müssen. Im Moment jedenfalls, das wird sich wohl auch nochmal ändern. Wie viel Fahrzeit haben wir denn noch? 9:21 bei einer Restzeit von 9:04. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal Pause machen. Kurz vor Ziel. Aber das ist vertretbar. Wir haben ja die. Genau, 22 Stunden Restzeit haben wir auch noch, das passt. Komm mal rechtzeitig an. Alles im grünen Bereich. Via Card, Telepass. Ah, und die nächste Mautstation, aber auch da können wir dran vorbeifahren. Ich denke, wir zahlen erst wieder, wenn wir runterfahren. Tankstelle in 700 Metern, okay, da brauchen wir aber nicht hin. Wir haben genug. So, die Anzeige ist eigentlich besser. Da können wir schön dran vorbeifahren. Das nächste Mal weiß ich, LKW rechts rum. Bin ja lernfähig. Denke ich. Hoffe ich. Und wir rollen durchs Land. Und wie ich sehe, sind wir zeitlich schon wieder am Ende angekommen. Deswegen sage ich einfach mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn wir dann, ja, ich hoffe, dass wir abliefern.
Ich denke mal, dass wir abliefern. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.